Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dead Space hier auf MuzzamLP. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So. Oh, meine Kopfhörer haben sich wieder ein bisschen lauter gemacht. So, 20.000. Easy, wir holen uns erstmal den Anzug Level 2 und dann die Strahlenkanone. So, endlich der neue Anzug. Ist zwar noch weit von unserem finalen Anzug entfernt, aber schon mal ein guter Schritt nach vorne. Ah, sehr gut. Es fehlt noch so dramatische Musik, wenn wir da rauskommen, wie bei Dead Space 3. So. Und natürlich die Strahlenkanone. Sehr wichtig. Das brauchen wir erstmal nichts. Wie sieht das Inventar aus? Das dürfte jetzt größer sein mit dem neuen Anzug. Ja, danke schön. Oh, wir haben nur 3 Blitze mehr bekommen. Ich dachte, es kommt immer eine ganze Reihe dazu. Das ist bescheuert. Okay, in safe bedeutet, dass ich es bewegen kann. So, 1. Das ist auch nicht die 2? Okay, dann ist unten drunter die 2. So. 1, 2. 1, 2. So ist doch schon besser. Oh, ich liebe die Strahlenkanone. Oh, wie ich sie vermisst habe. In Dead Space 3 ist sie nicht annähernd so gut. Aber hier ist sie immer noch das Beste vom Besten. Die Strahlenkanone kann einfach alles. Okay, dann beenden wir mal Kapitel 1. Auf geht's in Kapitel 2. Kapitel 1 Neuzugänge abgeschlossen. Ja, warum nicht? Kapitel 2, Intensivstation. Bei der Intensivstation habe ich immer noch ganz ungute Erinnerungen. Wieso änderst du meine Waffe einfach so? Du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Ja, danke. Ich hoffe, das war das letzte Tutorial. Endlich kann ich Chinese verwenden. Geh du mal da rein. Und du kannst McCoy mitnehmen. Bitte schön, viel Spaß. Alles aus dem Weg räumen. Ach komm, bleib da. So, hier muss... Genau, da liegt direkt ein Schema. Das geben wir direkt hier beim Shop ab. Oh mein Gott, dafür gibt es auch ein Tutorial. Flammenwerfer. Dankeschön. Flammenwerfer ist okay. Habe ich immer für den kleinen Schwarm benutzt, bis mir... schmerzhaft aufgefallen ist, Moment, im Vakuum funktioniert ja gar kein Feuer. Dann hat das auch nichts mehr gebracht. Komm, den verkaufen wir.
Ich weiß nicht mehr, wann ich Anzug Level 3 und so bekomme. Isaac, sind wir noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Hat mich ein bisschen erschrocken, dass er da direkt ranging. Ah, sehr gut. Munition für die Strahlenkanone. Okay, hier lang sollen wir zuerst. Dann machen wir das doch. Weiß ich. Dankeschön. Ja, das wird mir gesagt, damit ich das hier direkt ausprobiere, aber scheinbar doch nicht. Oh nein, ich erinnere mich. Quarantäne. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Au. Ey. Oh, das wird noch ein wahrer Albtraum, wenn die schnellen Gegner kommen. Oder der Hunter. Ich glaube, man ist in dem Spiel dreimal in der Intensivstation im Krankenabteil, oder? Kann das sein? Einer. Da. Ja, ja. Die Ragdolls sind mal ausgeflippt. Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was
Was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Okay, was mir noch eingefallen ist, das habe ich komplett vergessen. Nein. Achso. Ich habe im ersten Kapitel einen Textlog übersehen. Wait, was ist das denn? Also das meinte ich jetzt nicht, sondern den hier habe ich vergessen vorzulesen. Rechnung für Reparaturen, Yusuke Ishimura. Abteilung für Raumfahrttechnik, Rechnung für Shuttle-Reparaturen. Zweiter Auftragstag, defekter vorderer Gyroantrieb von Schiff USG Ish 503. Wurde ersetzt und ist jetzt funktionsbereit. Dritter Auftragstag, Reparaturen an fehlerhaftem 4D-Scope von Schiff USG ISH 501 noch nicht abgeschlossen. Vierter Auftragstag, beschädigte Landerepulsoren. Was sind denn Landerepulsoren? Von Schiff USG ISH 505 wurden vollständig ersetzt und sind jetzt funktionsbereit. Beschädigte Ansichtsfenster vorne und vorne links von Schiff USG ISH 504 wurden ersetzt und sind jetzt funktionsbereit. Fünfter Auftragstag, beschädigter Boosterring von Schiff USG ISH 505 wurde repariert und ist jetzt funktionsbereit. Zuständiger Techniker, Wright, JF, Second Engineer, Wartungssektor. Nee, das ist nicht der, der die ganze Scheiße, wie wir durchmacht. Das war ja der Tempel. Der Marker, persönliches Logbuch, Dr. Kain T., Chief Science Officer. Die Videoaufzeichnungen aus der Kolonie sind zwar qualitativ miserabel, aber das Artefakt scheint tatsächlich ein echter Marker zu sein. Der erste in der 200-jährigen Unitology-Geschichte. Ich will ihn unbedingt an Bord des Schiffes haben, damit ich ihn ausgiebig studieren kann. Das Potenzial ist enorm, nicht nur für mich, obwohl ich natürlich seit Jahrzehnten von einer solchen Entdeckung geträumt habe, sondern auch für die gesamte Menschheit und insbesondere die Church of Unitology. Dieser Marker könnte den Beginn eines neuen Zeitalters der Menschheit einläuten. Und ich werde mein Möglichstes tun, dass das auch eintrifft. Ich weiß, dass die Kirche mir dankbar sein wird, doch wird die wahre Anerkennung von der gesamten Menschheit kommen. Oh, was für ein gesegneter Tag heute doch ist. Alles Verrückte. Sieht das Inventar aus? Muss ich nochmal zum Shop? Ein bisschen Platz habe ich noch.
Ich hätte gedacht, da käme noch einer raus. Das sollte ich mal wieder auffüllen. Wenn der Weg nach hinten nicht blockiert ist, würde ich ganz gerne jetzt einmal zum Shop laufen. Das Inventar ein bisschen leer machen. Okay, die tauchen hier auf dem Rückweg nur auf, wenn ich es geholt habe. So viel brauche ich die Strahlmunition noch nicht. Was ich aber gebrauchen könnte, fällt mir kurz auf, wenn ich sehe, dass ich 12.000 Credits habe, dann nehme ich mir doch gerne nochmal einen Energieknoten mit. Von denen kann man nie genug haben. Oh, jetzt wird uns direkt die neue Gegnerart vorgestellt. Aber was steht hier? Watch the Vents. Ja, genau, weil die durch die Lüftungsschichte kommen. Oh, ich liebe Dead Space. Es ist so ein schönes Spiel. Ich finde es echt schade, dass da nichts von einem vierten Teil oder so angekündigt ist. Ich glaube auch nicht, dass da noch was kommen wird. Leider. Oder zumindest ein Remake von Teil 1 und 2 wäre super. Hilfe! Um Gottes Willen! So helfen Sie mir doch! Hilfe! Stimmt, hier waren das ja noch Babys, die mutiert sind. Jetzt bis 3 sind das ja die Hunde. Das ist auch so ein verstörendes Abteil hier. Wobei ich die Grundschule im zweiten Teil schlimmer finde. Hier kommt noch einer. Komm. Immer schön her mit der Munition. Ich bin viel zu sehr an Resident Evil Village und so jetzt gewöhnt, dass ich hier mit der Steuerung überhaupt nicht klarkomme, was das Zielen und Schießen angeht. Ich treffe ja kaum etwas. Okay,
das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Schockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich will da nämlich was Großes kommen. Warum macht ihr auf einmal so viel Schaden? Kann ja nicht wahr sein. Wie viele Medipacks habe ich denn noch? Zwei habe ich dabei. Ja, komm, heilen wir uns mal voll und nehmen uns noch ein Medipack aus dem Safe mit. Nein, nicht verkaufen. Sisi. Imaging Diagnostics Lab. Ishimura crew members, welcome to the lab. If you have been referred to the lab, please have your referral form and CC authorization ready. Then proceed to the lab office. Thanks, lab staff. Oh, wird er ordentlich sterben oder wird die Leiche wieder abzappeln? Bin ich mal gespannt. Die Leiche ist immer sehr interessant mit dem Ragdoll. Nein, er ist richtig gestorben. Wahnsinn. In Kapitel 1, die Leiche von der Decke ist ordentlich runtergefallen. Er ist ordentlich gestorben. Die Frau, die uns Chines gegeben hat, ist fast ordentlich gestorben. Nicht mit gerechnet, dass das alles so gut läuft aktuell. Interessante Ergebnisse. Medizinisches Logbuch. Dr. Warwick B., Chief Psych Officer. Berichte über psychiatrische Beobachtung. Patient Harris B., Arbeiter. Harris schläft jetzt, allerdings erst nach Verabreichung eines weiteren starken Sedativums. Ohne die medizinischen Hilfsmittel scheint er tatsächlich nicht schlafen zu können. Ganz egal, wie ausgeprägt der Wunsch ist, wach zu bleiben, erliegen die meisten Menschen nach mehr als 50 Stunden ohne Schlaf der Erschöpfung. Nicht so Harris. Seine Schilderung der Ereignisse in der Kolonie ist ebenfalls merkwürdig und deutet auf die gleiche Paranoia hin, die wir bereits andernorts auf den Planeten feststellen mussten. Seine Schuld steht außer Frage. Zwei Sicherheitsoffiziere waren anwesend, als er Dr. Ciarello als Geiselnamen und Schwester Evans ermordete. Er bereut seine Taten allerdings auch nicht. Er besteht vielmehr darauf, dass kein Verbrechen vorliegt und er verspürt keinerlei Schuld. Sein Verhalten ist zwar das eines klassischen Soziopathen, doch weist Harris darüber hinaus keine weiteren typischen Symptome auf. Er ist umgänglich und freundlich, zeigt Einfühlungsvermögen und äußert seine Meinung. Befragt man ihn jedoch nach dem Mord, zieht er sich zurück, wird unnachgiebig und zeigt schizophrene Verhaltensweisen. Er leidet zudem in periodischen Abständen an Halluzinationen, die wiederum jenen anderer Kolonisten ähnelt. Harris behauptet, er habe den Doktor bedroht, weil er wollte, dass die Träume und Fratzen weggehen und dass er wieder töten würde, um es wieder ganz zu machen. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, was das bedeuten könnte. Ein absolut faszinierender Fall. Ja, schöne Sachen. Und goldene Halbleiter. Wir
Audiolog. Haben was gefunden, richtig? Ja, wir haben was gefunden. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und dem, was ich gesehen habe, war nichts gründlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Matthias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Matthias. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Da unten sterben Menschen. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? Dr. Mercer. Oh ja. Von dem werden wir noch einiges hören. Ich würde ganz gerne den Halbleiter verkaufen. Gut. Wie viel Geld habe ich jetzt? 11.000. Ach komm, ich hol direkt noch einen Energieknoten mit. Kann man immer gebrauchen. Rüber damit. Ja, ich hab's doch gerade. Dankeschön. Ich hoffe, das war's jetzt mit den Tutorials. Scheinbar auch gestorben. Ungewöhnlich schnell, würde ich sogar sagen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Droppst mir nichts? It's time. Und wofür war das Impulsprojektile? Impulskanone, ich weiß ja nicht so recht. Das Impulsgewehr ist in Ordnung, aber nicht so mein Favorit. Ich glaube, ich würde eher den Ripper nehmen. Für das kleine Zeug. Ein überraschend guter Treffer. Ich habe das Gefühl, als ob meine Waffe mit einem Mal deutlich stärker geworden ist. Welche Station? Das passt perfekt, denn dann kann ich die Folge direkt hier beenden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Dead Space hier auf unserem LP. Bis dann.